Wie sind Sie denn geflohen? Als ich das dann wusste, wie ich das machen kann, dann habe ich in meiner Logistik wie so ein Puzzle jedes Detail zusammengebaut. Und ich bin ja Gruppenführer, Infanterie. Ich habe ja gelernt, einen Spähtrupp zu führen. Also ich weiß ja, wie man sowas macht. Da ist eine Minensperre, da sind Sperranlagen, da ist der Posten wieder abwechselnd, sowas aufzuklären und dann da durchzugehen. Das war ja dann mein Beruf, wenn man so will. Also, ja. Und in der Rhön, wer sich da ein paar Meter im Dickicht versteckt, den findet in der Nacht von alleine, wenn er nicht sucht, sowieso niemand. Da habe ich meinen Weg ausgesucht, von Derbach bis nach Tann, das ist bei Fulda im Westen. Nicht auf der Karte, sondern ich habe ja das Tann immer gegenüber gehabt. Ich konnte durch das schöne alte mittelalterliche Tor genau vom Tannblick, vom der Rossberg, wo ich oben drüber bin, der ist 600, also 6 Meter unter 700 Meter hoch, also sehr weit oben. Und da konnte ich direkt da durch dieses Tor durchgucken und das war dann so mein Zielpunkt gewesen. Da bin ich in den letzten Urlaub gegangen, am 16. nach Hause gekommen, September, und habe meinem Kumpel gesagt, jetzt geht's los. Vorher haben wir schon immer gesponnen und so weiter und das auch ordentlich beim Alkohol, recht den Westen recht toll vorgestellt und so weiter. Aber wie ich dann kam und jetzt, der hat schon nicht mehr damit gerechnet, da dachte ich, der vertröstet mich. Da sage ich, es geht los. Da haben wir 2 Tage lang unsere ganzen Sachen verbrannt. Im Waschhaus ist bloß aufgefallen, das mittens war ja noch Sommer. War ja doch Sommer, September, Mitte September. Dass der Rauch da aufgeht, was wir da alles verbrannt haben, was ja nicht etwa, dass sie das ja nicht etwa finden und überhaupt, was man immer braucht. Nichts. Was denn? Was haben Sie denn verbrannt? Bücher. Bücher, Aufzeichnungen, zum Beispiel mein so ein Handbuch über das Militärische, leider habe ich das mit da angezündet und so weiter. Was wir verbrannt haben, weiß ich nicht, alles, was irgendwie nicht mehr notwendig war, alles. Ich habe zuletzt den Kanarienvogel vom Falk, von meinem Freund, erschossen, weil der wäre ja sonst verhungert. Und wir haben den Fernseher noch zerschlagen, damit sie den nicht kriegen drüben. Und dann sind wir früh morgens am 19. früh morgens um 6 Uhr in Uniform und der Zivil der Heise nachgefahren. Dort hatte ich vorher auf der Heimfahrt von der Rhön nach Eisenach habe ich mir da ein Zimmer gemietet bis zum 25. Da sind den Akten drin, wo das war, Kirschner Straße und wie die Leute alle hießen, die aber 3 Aussagen da machen müssen. Und am 19. bin ich dann, spät abends um 5 Uhr, habe ich 2 Briefe meinen Eltern nach Hause geschickt. Den hatte ich aufs Tonband aufgesprochen, meinen Fluchtgedanken, damit sie das ja nicht etwa schriftlich finden und die Eltern das etwa später kriegen oder so, ehe sie dann Nachricht kriegen, also die wussten ja gar nichts. Die waren nur so ein bisschen eingeweiht. Habe ich gesagt, ich hau ab oder so. Oh, du weißt doch nicht, hier ist doch alles schön und gut. Ja, das war dann die Flucht. Vorher hatte ich, also schon das alles, war ich den Weg schon gegangen. Ich hatte dann einen Dienst frei, mich schön in die Uniform gestellt und war nach Dernbach mitgenommen worden von irgendeinem, der nach Dernbach fuhr, wo das Regiment liegt, also der Regimentsstab. Und war schön als Sonntagswanderer da die Höhen hochgegangen, da so ein Pavillon, und da war ich bald verschwunden und hatte den Weg ausgebaldowert, bei Nacht den dann zu gehen. Und habe meine Papiere versteckt. Ich habe also 3 Zeugnisse versteckt, die habe ich in eine Kartusche von der Panzerfaust, wenn man die abschießt, gibt es sowas aus Kunststoff, wo die Treibladung drin ist, die wird dann rausgenommen und eingeladen, das bleibt übrig. Und da habe ich mal das eingesteckt und mir ein Versteck gemacht, wo ich das dann finden kann, dass sie das nicht am Körper finden. Und als wir getürmt sind, um 5 weg, haben wir also quasi bloß eine Tasche dabei gehabt. So eine Lederrolltasche, würde man heute sagen, so was Einfaches. Aber das war, die konnte man in 2 Größen konnte man die machen. Also die konnte man in so einer Tasche und so einer ganz großen Tasche machen. Das war üblich in der DDR. Die rannten alle ihr Bier holen mit solchen Taschen. Noch nachher war das üblich. Und eine kleine Taschenlampe, die aufladbar war, kam aus dem Westen, hat der Onkel Walter auch von der Leipziger Messe mitgebracht gehabt. Für mich und für meinen Bruder Günther. Hatte ich aber eingesammelt und dann habe ich mit nach Hause genommen. Damit haben wir einen Regenschirm drin gehabt und da waren wir ganz unauffällig. Also wenn sie uns bis Dernbach in 5 Kilometer Gebiet erwischt hätten oder im Zug,
haben wir eine Ausrede gehabt, wir gehen ein Bier trinken und nehmen uns ein paar Flaschen mit, weil dieses kalte Nordheimer-Bier ist heute noch berühmt. Mit dem Adler oben drauf von der Wasserkuppe ist heute noch ein ganz berühmtes Bier. Und da wusste ich dann schon den Weg und den bin ich dann gegangen. Um 7 abends aus dem Zug, also um 5 in Eisenach eingestiegen, in Bad Salzungen umgestiegen, in Derbach ausgestiegen um 7, da waren die ganzen Werktätigen, die da rausgingen. Die sind auch nicht durch die Sperre, die sind irgendwann so, da war so ein Zaun, da rannte alles da durch, der war so riesenoffen. Mittendurch, ich habe noch Blödsinn gemacht, da stand ein Offizier an der Wandzeitung im Ort, da habe ich noch von hinten so ein Mädchen gemacht. Bin da hochgelaufen und habe mich mit meinen Papieren hier unten drunter ausgerüstet, habe mir den Draht aus der Mütze genommen und so eine Maskenmütze draus gemacht, damit man mich nicht sieht. Und habe mir was über den Kopf, also wie ich ausgesehen habe, wenn die wüssten, wie ich ausgesehen habe, also wie... Ja, wie ein verkleideter Scheich in Schwarz, damit nichts leuchtete. Schlüsselschnur, die 3 Abzeichen, die ich hier hatte. Und habe gewartet, bis die Posten an uns vorbeimarschierten, weil die sind nicht ausgetauscht worden am vorne, wo sie lagen, sondern etwas zurück, dass sie vom BGS nicht eingesehen werden können. Und das haben die natürlich immer genutzt, wer um 3, 4 abgelöst wird, der hat die ganze Nacht im Wald gestanden, im Kalten. Der rennt also schon so weit wie es geht irgendwie zurück und der neue Posten muss erst wieder dahin rennen. Und die Zeit habe ich genutzt, um drüber zu klettern. Das war ein Tor in der Minensperre, der unvermint war für Einsätze westlich. Weil die eigentliche Demarkationslinie noch ein Stück hin ist. Die Mauer musste, also diese Sperre musste man ja auf DDR-Gebiet bauen. Und dieses Tor hatte ich selber noch vorher noch beim Befestigen noch dabei. Die spanischen Reiter, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, so ein Holzding mit Stacheldraht. Und ich wusste genau, wo man da hinlagen muss. Wir sind hochgeklettert wie an der Leiter und wieder runtergeklettert, haben das umgedreht, den spanischen Reiter, und wieder zurückgedreht und haben ihn drüben auch wieder erklettert und drüber, und dann waren wir in den Akazienbüschen da vom Westen. Das war alles. Das war gar nicht so sensationell. Das hat auch in der Militärakte, ich habe 4 Akten mit 3 Stasi-Akten und eine Militärakte, die also von einem richtigen Offiziellen mit den ganzen Zeugenaussagen und die Unterlagen, die sie noch abgefilmt hatten. Ich hatte einen Zettel reingelegt, den Urlaubsschein, da stand Uftsbeer, Urlaub. Hahaha, habe ich hingeschrieben, es wird da reingestellt. Steht auch alles im Müll, wo das lag. Angeblich im Führungsbuch und so weiter. Das hat in meinem kleinen Fach, was man da extra verschließen kann, als Lanzer, hat das da vorne drin, wie sie es aufgemacht haben. Und was ganz Schlimmes, ich hatte eine Bibel da drin liegen. Heilige Schrift, Bibel. Ob die überhaupt gewusst haben, was da der Unterschied ist. Weil sie es manchmal so schreiben. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Stasi ist, was ist denn das jetzt wieder? Eine Heilige Schrift, was ist denn das jetzt wieder? Sind Sie dann zum Bundesgrenzschutz übergelaufen? Ja, wir sind erstmal noch viel gelaufen. Tann ist unten, wir sind noch lange gelaufen. Der Kumpel hatte sich die Hand aufgerissen, der hatte hier. Das klappte so auf am Stacheldraht, der war das nicht gewohnt. Ich hatte gar nichts. Und die Jacke war genauso so ein Riesendreieck, so groß wie der Rücken ist, so hatte der sich die Lederjacke aufgerissen. So habe ich erstmal verbinden müssen. Dann haben wir erstmal eine rauchen wollen, da war aber das Zigarettenchen rausgegangen, da habe ich geschimpft. Dann mussten wir uns im Westen durch einen riesigen Tonnengebüsch durchackern. Und dann sind wir querfeldein, ohne eine Straße zu benutzen, nach Tann reingelaufen. Auch nochmal eine Stunde fast. Um 4:30, schätze ich, war wir in Tann. Und dann musste ich meinem Kumpel erst sagen, du, dazu, dass das überhaupt der Westen ist. Der wollte das nicht glauben. Wir sind in der Nacht ein bisschen rummarschiert, da rumgeschlichen. Der wollte es nicht glauben, aber da war eine... Eine Straßenbaustelle, die blinkte, sagt er, die wäre bei uns in der DDR jetzt in der Nacht ausgeschaltet. Dann hat er einen 17M, so einen Wadenwaden-Ford gesehen, der schon im Garten stand, also ausgemustert war. Sagt er, der würde bei uns noch laufen, das Auto. Und es war finster, es war nichts, kein Licht, nichts. Also Straßenbeleuchtung, aber hintern. Ein einziges Fenster brannte, das war dann später... Da habe ich mal gewohnt im Gasthaus, war so eine Korridorbeleuchtung. Und auf einmal kam ein Auto. Geräusch am Himmel, das hellen Schein. Und da
hat der Kumpel sich auf die Straße gestellt, hat sie angehalten und ich habe mir die Uniform wieder gewendet, weil ich Angst gehabt habe. Wenn die mich jetzt hier in voller Montur erleben, da halten die auf mich an, was ist denn dann? Da bin ich dann so vorgeschlichen, habe meine Uniform wieder auf die richtige Seite gedreht und die erste Frage von denen, wo kommt denn ihr jetzt her? Sag ich mal, was soll man sonst kommen, so ungefähr. Dann aber geraucht, dann haben die telefoniert mit Fulda, die sollen wieder zurückkommen. Es waren 5 Mann, 2 hinten, 3 und vorne 2 hier drinnen. Die haben uns dann nach Fulda gefahren und in Fulda, der hat dann nochmal angehalten, das Auto ist nochmal rausgefahren aus der Kaserne, sagt er, ich habe dich ja gar nicht gefragt, ob du bewaffnet bist. Dann haben sie uns da reingefahren und dann haben sie uns erst was zu trinken gegeben. Bier war das Erste, dann haben wir auf Kaffee gewartet. Vom Bier die ganze Nacht durch war ich dann natürlich auch beduselt. Wir haben ja nichts gegessen und nichts getrunken, hat nichts dabei gehabt, auch keine Not. Der wurde verarztet, der kam mit so einer riesen Binde auf. Mir haben sie die Schuhe geputzt, weil das waren so Dreckbatzen drunter. Irgendjemand hat dann den schönsten Job gehabt, hat gesagt, putzen Sie mal dem Mann die Schuhe. Die standen dann auf einer Zeitung, auf dem Papierkorb, weiß ich noch, und dann war ganz hochgedresster PGS-Offizier. Der wollte die erste Aussage von mir haben, der hat mir mit dem Mikrofon hingeschoben. Und jetzt saß ich da dem ehemaligen Gegner gegenüber, eine ganz komische Situation. Das war doch meine Kameraden, das ist also gar nicht, das haben wir ja noch nicht fertig gedacht gehabt. Dann bin ich in Fulda rumgefahren worden von den Amis im Jeep. Sturmriemen hier runtergemacht von meiner Ausgehuniform. Niemand benutzt dieses Ding da, das ist ja bloß da oben dran, wo die Polizisten auch haben. Aber das war notwendig, weil das ein offener Typ war. Und durch die ganzen Stationen bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei, wo ich dann überall war. Und am Nachmittag, wir haben da nicht gewohnt in Fulda, am Nachmittag hat mich hier der VW Käfer abgeholt, zum Geheimdienstmann, der hat mich nach Kassel gefahren. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben die Landesgrenze verteidigt. Zuerst. Und hätten Sie auch geschossen, wenn jemand fliehen wollte? Nein, bestimmt nicht. Ich bin hier, weil Sie Geheimdienst sagen, gefragt worden nach den Typen drüben. Und ich sollte für die alle eine Aufstellung geben, also körperlich, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, ob sie auf die oder auf der Seite sind oder irgendwie. Und einer war dabei, sagt er, der rennt im Grenzgebiet immer mit aufgepflanzten Seitengewehr rum. Und da habe ich mich dumm gestellt, habe ich gesagt, was, das macht einer mit aufgepflanzten Seitengewehr, bis ich mich dann nicht mehr an mich halten konnte, das war ich selber. Ich habe also nicht tödliche Waffen, das ist alles in meiner Logistik hier oben. Das Seitengewehr ist eine nicht tödliche Waffe, der Kolben, deswegen habe ich dann auch ein Kolbengewehr gehabt. In der Ausbildung hatte ich eins mit Klappe, da habe ich drauf geachtet. Das war sogar angespitzt, was ich da erzählen müsste. Ich habe dem Kompaniechef sein Bajonett angespitzt, das der ja nie bemerkte, das hat er ja nie hergenommen. Und wenn ich wollte, habe ich dann ausgetauscht. Die Nummern, das war ja nicht, wurden ja nummeriert, waren die zwar, die wurden aber nicht geführt. Und ich habe immer eine Taschenlampe dabei gehabt bei Nacht, damit ich meinen eigenen Posten damit blenden kann, weil wenn sie nachts auf dunkel eingestellt und so eine Taschenlampe habe ich dabei gehabt, die konnte man kürzen. Die habe ich einem Kalfakter mal abgekauft. So ein Ding, das hat von hier bis da unten hin. Dass da ja nichts passiert.